Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge von Transistor und mal schauen, wo es denn hier als nächstes weitergeht, ne? Geht's denn hier entlang? Ich glaube ja, oder? Ah ja. Mal schauen, was mein Uzi hier so macht. Ui, das ist nice. Alter, ist das geil. Ich brauche hier gar nichts machen. Mein Hund macht schon alles. Nein, nein, nein. Au, das tat weh, das tat weh. Nicht gut. Diese dämlichen Eierköpfe, die nerven. Na? Ah, gut, gut. Nee. Das war ein falscher Knopf. Der hat jetzt aber nichts gemacht, oder? Nee, nein, gut. Aufs Maul! Mach der Salat aus dir! Ach, wie, was? Ich dachte, mein Hund wäre weg. Na komm, geh da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mach mal platt da hinten. Nein! Fast. Ach ja, ja, ich muss das Gras hier erstmal wegmachen. Ist der Hund weg? Verdammt! Warum verschwindet es ausgerechnet jetzt? Ja, da ist er wieder. Baut sie! Mach mal die Zelle hier kaputt. Hallo? Schilde. Danke. Was ist denn das denn für eine Wolke? Keine Ahnung. Hey! Is anyone out there? Sei nicht so laut. Warum schreist du so? Neue Begrenzer verfügbar? Echt? Wo? Wo ist der Begrenzer? Da. Nee. Oder? Hä? Den hatte ich doch eingebaut gehabt, oder nicht? Ach so, oder neue Info. Ja, Kennzeichnung, Trottel. Dieses besondere Exemplar würde ich nicht verärgern. Nein. Davon muss ich entschieden abraten. In Ruhe lassen. Ja. Obwohl es eigentlich recht sanftmütig ist, es kann nicht einfach gestört werden. Sollte auch nicht gestört werden. Die große Gestalt lässt sich mit... Doch, die große Gestalt lässt sich mich mit eine... Ich kann gerade nicht lesen. Ich habe irgendwas am Auge. Kleinen Moment. So. Ich glaube weg. Die große Gestalt lässt mich eine ältere Form vermuten. Weniger effizient und auf manche Art und Weise nicht so leistungsfähig. Aber trotzdem wie der Rest sehr spezialisiert. Es muss seinen Verwendungszweck haben. Wäre sonst sicherlich nicht mehr da. Wenn du es dir ansiehst, kannst du bestimmt ahnen, für was es gut ist. Wenn man ein gutes Stück Baugrund benötigt, dann sollte man den Prozess zur Hilfe rufen. Royce! Royce, du redest komisch! Aber das Ding habe ich doch eingebaut gehabt, oder nicht? Was? Ach, jetzt ist das... Ach, okay, ja. Aber hey, das war doch drin gewesen. Oder war das einfach nur neue Info? Hey, das steht immer noch neue Begrenzer. Oh, ach so, da oben. Ja, aber da steht neue Begrenzer, aber und... Oh, nein, au, nein, nein, warum? Alter! Falscher Knopf. Fünfzig? Ich hab nur fünf gezählt, vielleicht. Red, have a look out there. Toward High Rise. Traverson Hall. The Annex Building. They're not there anymore. Ist das Haus da wirklich so hell? Warum ist das so hell? Sind die Gebäude da wirklich so schneeweiß? Ich meine, die ganzen Maschinen sind es ja auch, aber... Mal gucken.
Ja. Der Sandkasten mit dem Riesenmeer, mit der Pfütze. Überlegte Ideen? Das ist aber nur der. Du pennst doch nur da oben. Nix. Ups. War das deine deine Idee? Wenn ja, dann ist es toll. Tolle Idee. Hast du sonst noch irgendwelche Ideen? Was sind das? Planungstest? Was ist dein Planungstest? Was kriege ich da? Ja, aber schon wieder EP. Was muss ich denn hier machen? Der Minierprozess in einem Turn. Okay. Was ist das? Ah ja, das ist Breach. Das ist nice. Ja, das dürfte doch easy sein. Was? Oh. Dann so. Ups, das war zu weit. Und fertig. Sonst nichts ist. Mann, war das easy. Ja, und demzufolge kriege ich auch nur sehr wenig EP. Stained Glass? Okay, mal gucken, wann die Musik gleich ist. Was die Musik gleich ist, wie die sich gleich anhört. Aber erstmal in die anderen Türen. Was ist das da? Stabilitätstest. Was ist ein Stabilitätstest? Muss ich jetzt irgendwo stehen bleiben? Ja, was hast du sonst erwartet? Huch? Das sind nur die Kugeln, oder? Netter Effekt. Wir stehen im Prozess für 90 Sekunden. Ach, okay. Einfach am Leben bleiben. Das ist ja toll. Nein! Komm, Trottel, mach's all platt. Bäh, doch nicht mich. Kämpf für mich! Bleib auf meine Seite! Ah, das ist ja geil. Also wenn ich diesen... Ich mach das gleich, wenn ich das hier irgendwie schaff. Wenn ich das schaff! Nein, das war falsche Richtung. Ich bin nicht da. Kloppt euch gegenseitig kaputt. Ich frage mich gerade, ob ich nur eine bestimmte Anzahl an Leuten hier übernehmen kann. Ich glaube ja. Macht euch schön gegenseitig kaputt. Immer schön gegenseitig. Ja, die machen ja es besser, als ich dachte. Na, nur noch 10 Sekunden knapp. Und fertig. Tja, alles andere als Sieg lasse ich nicht gelten. Das Rückgrat. Okay. Verdammt, jetzt kann man es leider nicht sehen. Ich glaube, das hieß Mask, ne? Ja. Das kann ich ja sogar so einsetzen, dass ich es wirklich als eigene Fähigkeit habe. Ist ja geil. Was ist denn das jetzt? Die Tür ist jetzt neu, oder? Praxistest? Ich gehe erstmal da oben hin. Noch ein Geschwindigkeitstest. Okay. Was ist denn da drin, ne? In wie vielen Sekunden muss ich sie jetzt platt machen? Oh, das ist so ein Dicker. Was? Ach, das mache ich jetzt sogar hier. Ui, das haut aber wirklich einen Mordsdamage raus. Bam! Der ist tot. Oh.
Ja, das ist schön. Das ist schön, dass ich die so schnell platt gemacht habe. Au. Au. Ja, ich würde den... Was ist denn das? Get? Keine Ahnung, was get it? I don't get it! Mit. Ich mache 9. Aber dann weg. Damit die schön hinterherkommen. Ah, verdammt. Ist das das, was ich vermute, was es ist? Nein. Es ist einfach nur ein kleiner Blaster. Na, wo ist er denn? So. Schön den P-Farm hier, ne? Interlace. Ich mal alles kurz mal anhören. Was ist denn da jetzt in dem Praxistest? Ist das jetzt quasi... Das, was man jetzt gerade gemacht hat, nur halt jetzt, ein Zong. Zong. Da ist der Zong. Hm? Letzter Turn? Turn Record? Ach so. Das ist... Eine Art Übungsraum? Okay, ja, nö. Gut zu wissen. Gut zu wissen, da kann man hier wohl Fähigkeiten hier so ein bisschen herumswitchen, um zu schauen, wie halt, Sachen so sich, wie sich Sachen auswirken, denke ich mir mal. So ähnlich wie jetzt zum Beispiel das Mask oder diese Übernahme-Dingen da. Coasting, das ist, nein, das ist Encircled Stained Glass. Hört sich nicht schlecht an. Und ich merke gerade, das ist hier so eine Tentakel hier. Das Rückgrat. Na, das habe ich doch hier schon irgendwo gehört. Das war doch, glaube ich, auf eine Brücke, oder nicht? Bin mir jetzt nicht sicher. Interlace? Naja, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Was ist denn das hier? Höhle. Okay, mein Hund heißt also Luna. Luna, fetch. Was? Good girl. Toll gemacht, Luna. Jetzt, spring ins Wasser. Das war nicht ins Wasser springen. Naja, dann wieder zurück. Back to reality. Ist das die Realität? Ich glaube nicht. Oder? Ich meine, das sieht ein bisschen komisch aus für die Realität. Was? Tanz? Was für ein Tanz? Nicht schon wieder die Eierköppe. Luna, fass! Da, Luna! Oh. Das ist nicht so super. Was? Zielverstärker? Wie, inwiefern versteckt? Ach so, wahrscheinlich Schadensbonus oder so, kann das sein? Das führt mich irgendwie zu nichts. Nein, das ist auch nicht gut. Ich will so stehen, dass ich die beide erwische. Nicht so super, egal. Na, komm. Nicht, nein. Ach, dann muss ich halt so machen. Wo ist denn Luna abgeblieben? Hier, Luna, spiel mit den paar Eiern hier rum. Ich geh nicht hinter irgendwas. Ich klopf lieber hier auf den Fiesling rum. Da, Luna, hast was zum Spielen. Nee. Sag mal. Luna, machst du da irgendwas? So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie langsamer angreifen tut, wenn ich hier diese Turnphase da aktiviere. Na komm her, du Eierkopf. Du bist weg vom Fenster. Da muss nur einer sein. Ja, genau hier.
Luna, hallo. Kommt die hier gar nicht an? So, jetzt reinkommen hier. Sag mal, Luna? Hallo? Mann, hab ich einen dummen Köter. Ich glaube, den hat man die KI nicht eingebaut. Kann das sein? Er hat ja so ein bisschen was von dem Damage-Dealer in World of Warcraft irgendwie gemeint. Kein Plan von nix, machen nur Damage und wenn sie irgendwie Schaden bekommen und verrecken, dann ist irgendjemand schuld, nur nicht sie selbst. Obwohl sie selber dafür verantwortlich sind, dass sie tot sind. Oder sind aber nicht tot. Ja, passt schon. Ich glaube, mit dem nächsten Kampf kriege ich wohl ein Level up, ne? Schauen, dann bekomme ich aber bestimmt eine Fähigkeit, die ich bereits hatte, oder? Oder ich kriege was Neues. Was? Zugangspunkt? Ja, könnte ich eigentlich auch mal benutzen. Um fix zu speichern und auch demzufolge hier Ende zu machen, denke ich mir mal. Ja. Habe ich hier irgendwas wirklich neu? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, eigentlich nicht. Außer hier ist irgendwas neu. Yours truly. Guess I'm not supposed to be here. Not that anyone else is. Dann ist es doch der Typ. Ja, natürlich. Das ist der Typ, der hier in dem Schwert drin ist. Hintergrund, Fehler, Hintergrunddaten, Erziehbar, Integration beschädigt, Ursache unbekannt. Ausnahmen, wiederhergestellte Dateien weisen keine bestätigte Fächerwahl der Zielperson auf. Es besteht die entfernte Möglichkeit, geringer als 5%, dass diese Informationen aufgrund beschädigter Daten ungenau sind. Für den wahrscheinlichen Fall, dass die Informationen gültig sind, kann die Zielperson definitionsgemäß nicht mit den Zensusdaten abgeglichen werden, da 0% von Cloudpack aus freien Stücken nicht Auswahl gewählt hat. Ja, ist ja toll, ne? Und, steht hier? Nein, da steht nichts Neues. Da steht was Neues. Preston Moyle. Guess he went out joyriding one night and never came back. Tja, blöd, wa? Auf der Rennstrecke von Cloudbank war Preston Moyle der erste, der 4 Jahre hintereinander mit unerschütterlicher Ruhe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde einstellte. Mr. Boyle, dem zugeschrieben wird, die Rennen der 1200 Quadratzentimeter-Klasse, was? Das ist hoch 3, okay. Populär gemacht zu haben, würde aber nicht durch seine überragende Fahrkünste, sondern auch durch die Tatsache berühmt, dass er seine Motorräder einhändig zusammenbaute. Man kannte ihn dafür, dass er ständig auf der Suche nach dem nächsten Hick selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbank unterwegs war. Und dann war Mr. Moyle eines Tages plötzlich verschwunden, wobei er mit Ausnahme seines schnellsten Motorrads seinen gesamten Besitz zurückließ. War das Motorrad das, was ich benutzt habe? Was ich mal schön gegen die Wand gefahren habe? Ich glaube ja, ne? Da sind noch 2. Ja, die lese ich dann und dann mein Ende. Ach, guck mal an. Hier habe ich mal ein bisschen was zu lesen. Hintergrund: Miss Sybil Rice, ich glaube Rice hat er gesagt, das Schwertchen, war in der elitären Kreisen von Cloudbank bekannt und organisierte viele der beliebten öffentlichen Veranstaltungen der Stadt. Innovative Feierlichkeiten bis hin zu modernen Festivals. Obwohl sie stets überall zu sein schien, fand sie irgendwie die Zeit, ein zweites geheimes Leben zu führen. Als Mitglied der Kamerata, was ist denn das für ein Name? War Mrs. Rice-Tütchen dafür verantwortlich, Informationen über potenzielle hochrangige Ziele zu sammeln. Leute, die zu ihrer Sache beitragen konnten. Sie fühlte ihre... Meine Güte, ich kann nicht lesen. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit irgendwas auf den Augen habe. So, ich hoffe, jetzt geht's. Wobei, erstmal Brille aufsetzen. Genau. So, sie füllte ihre Aufgabe perfekt aus und zog keinerlei Aufmerksamkeit auf sich, obwohl sie ein bestimmtes Ziel stark frustrierte. Ja, Red, ne? Miss Rice traf Red, als sie ein kleines Programm für aufstrebende Künstler vorbereitete und war zuerst in Reds Musik, Ihren Tagebucheinträgen zufolge hatte Red etwas Rätselhaftes und Selbstbewusstes an sich, für das Mrs. Rice
Reistütchen, ich sag jetzt immer Reistütchen, keine Erklärung fand. Dennoch war Mrs. Reistütchen davon das ist so blöd jetzt. Davon frustriert, dass Red auf Abstand zu gehen schien. Die ganze Zeit über hatte Mrs. Reistütchen die Überheblichkeit eines Freundes von Red beobachtet und war zu dem Schluss gekommen, dass er die Sängerin gegen sie aufgebracht haben musste. Um dies zu ändern, fielen Mrs. Reistütchen verschiedene Möglichkeiten ein. Reistütchen. Mann, ich kann heute echt auch nicht mehr lesen. Ich weiß nicht, manchmal... Achso, ja, da habe ich ja auch noch was zu lesen. Manchmal ist Lesen echt bei mir echt so ein Ding, was echt gar nicht mehr geht. Tja, in Frührente jetzt, ne? Ja, doch, Frührente. Ja, Mr. Rafe Tannigan gab das ruhige Leben des Vicars eines heiligen... Meine Güte, manchmal verfussel ich mich mal so dermaßen, ey. Aber von vorn. Mr. Rafe Tannigan gab das ruhige Leben des Vicars eines Heiligtums auf und wurde aufgrund seiner individuellen Mischung aus Gutmütigkeit und scharfsinniger Sozialkritik zu einer der bekanntesten alternativen Rundfunkpersönlichkeiten. Die Generationskluft zwischen der alten Garde und der neuen Ordnung überbrückend bot Mr. Tannigan eine kluge Sichtweise auf die vielen Faktoren an, die die Entwicklung der Stadt beeinflussten. Während eines Treffens mit seinen zugehörigen Zuhörern traf er aber dann auf eine Gruppe von Individuen, die den Verlauf seines Lebens immer verändern sollte. Fans. Groupies. Schnösel. Ich komme nicht auf so Schnösel. Keine Ahnung. Aber ich mache jetzt auch lieber hier Ende, bevor ich mich noch mehr verfusseln tue, während ich irgendwas lese. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie die ganze Zeit nur Texte lesen tut und ihr seht dann, wenn ihr woanders hinguckt, zum Beispiel auf eine weiße Oberfläche, dann plötzlich so Linien? Ja, das habe ich gerade. Als würde man den Text vor Augen immer noch sehen. Alter, ist das eigenartig. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Oh.